Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Angebotsnutzungsmodell bzw. Angebotsnutzungsmodelle. Hier ein ganz bestimmtes von Helmke. 2012 wäre das die Quelle. Das hat er auf Basis von Fendt entwickelt oder Helmut Fendt weiterentwickelt. Und die ganz zentrale Frage, die sich hier stellt, ist die Qualität und Wirksamkeit von Unterricht. Und dafür kann man eben dieses Angebot-Nutzungsmodell hernehmen. Das ist nämlich ein Erklärungsmodell für guten, effektiven Unterricht. Ja, geschichtlich kann man das kurz so einordnen, dass zum Beispiel das Berliner Modell, da habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht, die Faktoren des Unterrichts relativ isoliert betrachtet. Aber Helmke hat dann erkannt, dass das Angebot Nutzen, also durch das Angebot Nutzungsmodell, das verdeutlicht eben, dass ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Faktoren also besteht und dass es auch ein komplexes Thema ist. Und deswegen hat er das Modell entwickelt. Aber ja, das ist nur zur Geschichte. Das Angebot-Nutzungsmodell verdeutlicht daher also Komplexität des Zusammenhangs verschiedener Einflussgrößen und ja, indem es eben wichtige Variablen bündelt, die den Lernerfolg bei Schülerinnen mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erwarten lassen. Also man kann sagen, wenn die und die Merkmale gut sind, dann kann man auch von gutem Unterricht sprechen. Wenn die und die Merkmale eher schlecht sind, dann ist der Unterricht wahrscheinlich auch schlecht. Generell erfasst das Modell den Unterricht als Angebot und die Wirkungen des Unterrichts als Ertrag. Und Helmke hat dafür sechs Erklärungsblöcke herangezogen, in denen eben diese Merkmale beschrieben sind. Da haben wir einmal die Merkmale der Lehrperson, dann die Unterrichtsqualität, die individuellen Eingangsvoraussetzungen, Lernaktivitäten, Mediationsprozesse und Kontextvariablen. Ja, und die orangenen Pfeile und Verbindungen zeigen eben, dass das alles sich gegenseitig begünstigt und voneinander abhängig ist. Und ja, dann will ich euch noch erklären, was genau mit den einzelnen Punkten gemeint ist. Also Kontextvariablen wären zum Beispiel kulturelle Rahmenbedingungen, also in welcher Kultur man unterrichtet, die Klassenzusammensetzung, also habe ich viele Jungs, habe ich viele Mädels, habe ich einen hohen Ausländeranteil, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, wie ist das Schulklima allgemein, wie ist mein Klassenklima, aber auch Schulform oder Bildungsgang spielen da eine Rolle. Also Kontextvariablen sind sehr variabel, da gibt es auch noch mehr, nur um hier mal ein paar zu nennen. Dann die Lernaktivitäten, da wird auch von der Nutzung gesprochen, also wie nimmt oder nehmen die Schülerinnen und Schüler das wahr, was der Lehrer oder die Lehrerin an Angebot, also an Unterricht, das ist auch in Orange, für die bereitstellt. Und bei Lernaktivitäten wäre das zum Beispiel jetzt die aktive Lernzeit im Unterricht, wie wird die von den Schülerinnen und Schülern genutzt? Dann die individuellen Eingangsvoraussetzungen, das sagt eigentlich schon der Name, also aus was für eine Familie kommt man, was hat man für ein Vorwissen, wie hoch ist die Intelligenz, das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Und die Unterrichtsqualität, habe ich ja gerade schon gesagt, das Angebot ist eben der Unterricht oder der Unterricht ist das Angebot. Da spielt dann sowas rein wie ja, Merkmale guten Unterrichts, also Klassenführung oder Qualität der Lernzeit oder solche Sachen. Genau, und Merkmale der Lehrperson, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, weil die Lehrperson an sich ist ja auch oft sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Lehrer, aber die spielt natürlich auch eine Rolle in diesem ganzen Prozess. Ja, und wichtig für das Modell auch zu wissen, ist eben, also Helmke verdeutlicht es auch an dem Beispiel, dass ein und derselbe Unterricht für den einen Teil günstig sein kann, aber für den anderen Teil der Schülerinnen und Schüler auch zum Nachteil. Wenn man jetzt da das Vorwissen hernimmt, also wenn man jetzt ein großes Vorwissen auf einem Gebiet hat und der Lehrer hat sich eben, ist schon relativ tief in der Materie drin, dann haben natürlich die Schülerinnen und Schüler, die ein großes Vorwissen haben, einen Vorteil, wobei dann die, die kein Vorwissen zu dem Thema haben, einfach ja, das zum Nachteil wird. Deswegen, man sieht hier auch, dass der Unterricht sehr komplex ist und ja, dass eben der Unterricht für die einen gut, für die anderen schlecht sein können.
Und wichtig ist auch zu wissen, dass sich eben einzelne Faktoren zusammenwirken oder sich sogar verstärken können oder fehlende Qualitätsmerkmale durch andere ausgeglichen werden können. Also wenn jetzt die Lernaktivität gut ist, aber man vielleicht jetzt keine hohe Intelligenz hat, dann könnte man das vielleicht ausgleichen. Wobei natürlich es blöd ist, wenn man jetzt kein Deutsch oder nur gebrochen Deutsch spricht und die Familie spricht auch nur gebrochen Deutsch, dann sind es schon mal zwei Faktoren, warum man vielleicht die Frage auch gar nicht verstehen kann. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, die Forschung gibt keine direkten Handlungsanweisungen. Man kann nur als Lehrkraft dafür sensibilisiert werden, dass es eben viele Faktoren gibt und Merkmale, die sich auf den Unterricht auswirken und dass man die halt in seinem Lehreralltag einfach auch mit einfließen lässt, und weiß, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich sind und das eben berücksichtigt. Ja, und dann haben wir eigentlich die Frage vom Anfang nach der Qualität und Wirksamkeit von Unterricht. Das kann man dann schon mit so einem Modell eigentlich relativ gut darstellen. Und von daher haben wir die Frage eigentlich beantwortet. Ja, habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Und ja, dann hoffe ich, ich habe euch helfen können. Und bis dahin, tschö.